Es leben 7,8 Milliarden Menschen auf der Erde. Ich bin einer davon. Warum? Irgendwie leben doch alle gleich. Der Großteil der Menschen geht in den Kindergarten. Dann in die Schule. Darauf folgt eine Ausbildung oder ein Studium. Danach wird gearbeitet, geheiratet und Kinder werden gekriegt. Wir werden alt und sterben. Das war's. Das war das Leben. Das Absurde dabei ist doch, dass sich so viele Menschen verstellen, um zu den anderen zu passen. Aber schauen wir auf die Umstände, die das Leben eines jeden Menschen begleiten, ist das Innere doch genau das, was einen von den anderen unterscheidet. Theo, was willst du denn werden? Die Gesellschaft sagt einem immer, benimm dich, lächel, zeig nicht, was du wirklich fühlst. Aber was ist, wenn ich das gar nicht bin? Bin ich glücklich? Wieso sollte ich das verstecken? Was glaubst du so? Für einen Moment dachte ich, ich wäre glücklich. Ich wüsste, wer ich bin. Aber das war nicht ich. Ich wäre niemals genug für dich gewesen. Fuck! Von 8 Milliarden Menschen hast du mich ausgesucht, um dich zu finden. Und ich bin dabei verloren gegangen. Wenn ich jetzt verschwinden würde, würde es doch eh niemand merken. Ich habe Angst vor der Zukunft. Wenn ich auf natürlichem Wege sterben würde, werde ich jemals jemand bis nach 100 Jahren was mehr, dass ich jemals wahre. Woran kann ich mich orientieren? Natürlich verliere ich sterben. Wieso sieht mich? Ich habe Angst vor der Zukunft. Wer bin ich allein? Ich bin allein. Stopp! Soll das wirklich das Leben sein? Ist das hier alles, was es gibt? Wie soll ich meinen Weg finden, wenn er eh schon vorgegeben ist? Hey, guten Morgen. Morgen. Ja, hast du mal geschlafen? Das geht so. Guck mal, das Foto habe ich gerade gefunden. Ah, ist das nicht in Frankreich? Ja, warst du 4. Das sind schöne Erinnerungen noch. Ja. Da gab es noch keine Probleme. Hast du Probleme? Ja, es ist schwer gerade alles, kann man nicht so erklären. Und du weißt, dass du immer zu mir kommen kannst, ne? Wenn irgendwas ist. Mhm.
Ich glaube, manchmal muss man einfach loslassen. Von seinen Zweifeln, seinen Erwartungen und den Erwartungen von anderen. Im Jetzt leben, atmen, seiner Intuition folgen und an den Menschen festhalten, die wirklich wichtig sind. Ist das Leben nicht viel zu kurz für irgendwas, was sich nicht richtig anfühlt? Maybe we got something, I know we got something good, something good, something good. So I'm playing all my cards for you, and I'm shooting for the stars and you. You're already in my heart, so what do I got to lose? I'm playing all my cards for you. Yeah, I'm thinking maybe we got something, maybe we got something, maybe we got something good. Maybe we got something, maybe we got something. I know we got something. Good. Got some.